Hallo, es folgen jetzt einige Übungen und ich zeige dir die Übungen alle nacheinander in einem einzelnen Video. Und am Ende dieser einzelnen Schritte werde ich alle Schritte für dich zusammen in ein Video packen und du kannst es dann komplett machen. Und zwar hat es auch was mit dem Prozess zu tun, den mir mein Herz gezeigt hat. Und ich übe das immer noch. Ich darf da immer noch dran ankommen. Das heißt, es ist auch eine Übung für mich. Und zwar hat mir mein Herz gezeigt, dass ich in jedem Moment ankommen darf. Denn die letzten Jahre waren so, dass ich ein Ziel hatte und dann möglichst schnell zu diesem Ziel hinkommen wollte. Und ich bin niemals in jedem Moment angekommen. Ich war so selten im Hier und Jetzt. Ich war immer nur so, ah ja, da muss ich hin, da will ich hin. Das heißt, möglichst schnell dahin und dort kann ich ankommen. Aber ich bin nie wirklich 100% dort angekommen. Und mein Herz hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, in jedem Moment und in jedem Schritt, den ich tue, anzukommen, um in ein entspanntes Gefühl zu kommen, in ein entspanntes Wurzelchakra, in ein entspanntes Nervensystem. Und wenn all das in meinem System entspannt ist, ist es auch viel leichter, in meinem Herzen anzukommen. Das heißt, ich werde dir jetzt Schritt für Schritt eine Anleitung an die Hand geben, die mir mein Herz gezeigt hat. Eine ganz popelseinfache Übung, würde mein Ego jetzt sagen. Was hat das Herz denn da wieder angeschleppt? Aber es funktioniert. So, viel Spaß bei dieser Videoreihe. So, als allererstes lade ich dich dazu ein, dir einen ruhigen Ort zu suchen, an dem du ungestört bist, an dem du Zeit hast für dich alleine. Und wenn du diesen Ort gefunden hast und jetzt bequem, entspannt sitzt, dann, wenn noch nicht, mach kurz auf Pause und dann machst du das. Dann suchst du dir einen ruhigen Ort und nimmst dir Zeit für dich. Und wenn du das gemacht hast, dann lade ich dich dazu ein, erstmal eine Intention zu setzen. Die Intention, so habe ich das für mich gemacht oder so mache ich das für mich. Ich setze dann die Intention vorher, die Verbindung zu meinem Herzen bewusst wahrzunehmen. Und dann, ich habe jetzt auch schon meine Augen geschlossen. Ich bin irgendwie schon so in so einem entspannten Modus. Lade ich dich dazu ein, deine Augen zu schließen und erstmal mit einigen Atemzügen bei dir anzukommen. Ich leite dich jetzt ein bisschen. Du hast deine Intention gesetzt, deine Intention, die Verbindung zu deinem Herzen zu spüren, die Verbindung zu deinem Herzen aufzunehmen. Deine Augen sind leicht und sanft geschlossen. Und ich bitte dich nun, deinen Atem bewusst zu lenken. Atme ein durch die Nase und atme aus durch den Mund. Atme ein in deinem Tempo durch die Nase. Und lasse den Atem durch den Mund wieder rausfließen. Alle Herausforderungen, alle Probleme, alle Gedanken, alles, was eben noch präsent in dir war, präsent in deinem Alltag war, darf jetzt für einige Zeit warten. Und es wartet auf dich, du weißt, dass es wartet.
Jetzt ist Zeit für dich. Jetzt ist Zeit, um in deinem Herzen anzukommen. Und du lenkst immer noch bewusst deinen Atem, atmest ein durch die Nase und atmest aus durch den Mund. Atme ein und atme aus. Wenn deine Gedanken abschweifen und zu deinen Problemen oder Herausforderungen zurückkehren, dann komm wieder bei deinem Atem an. Mach dir deinen Atem bewusst, indem du darauf achtest, wie du einatmest und wie du ausatmest. Und komme vollkommen in deinen Atemzügen an. Und beobachte, wie dieses Atmen es schafft, deinen Körper ruhiger werden zu lassen, dich vielleicht in ein entspannteres Gefühl zu bringen, deinen Körper zu entspannen. Und wenn du auf deinen Atem so achtest, dann schafft es deine Konzentration und dein Atem, es dein Nervensystem zu beruhigen. Komme einfach nur im Hier und Jetzt an und atme. Und atme. Vielleicht kannst du schon spüren, wie dieses einfache Atmen es geschafft hat, dein Nervensystem zu beruhigen. Vielleicht kannst du spüren, wie es geschafft hat, dich mehr in eine Präsenz zu bringen, mehr ins Hier und Jetzt. Und der nächste Schritt ist, den Atem einfach fließen zu lassen und nicht mehr zu lenken. Lass den Atem einfach fließen in seinem eigenen Rhythmus und komme in deinem inneren Beobachter an und beobachte deinen Atem. Wenn Gedanken aufkommen oder sich deine Herausforderungen wieder zeigen, darfst du dich mit dieser Erinnerung, die ich dir hier aufspreche, daran erinnern, zurückzukommen zu dem Beobachter, der deinen Atem beobachten darf. Vielleicht fließt dein Atem ganz leicht und sanft. Vielleicht hast du zwischendurch tiefe Atemzüge, bei denen du das Gefühl hast, dass du was loslässt beim Ausatmen. Lasse deinen Beobachter präsent und beobachte deine Atemzüge. Von dem Beobachten deiner Atemzüge wandest du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem ganzen Körper. Beobachte deinen Körper, fühle deinen Körper von innen, wie er mitschwingt bei jedem Atemzug, wie dein Körper sich bewegt mit jedem Atemzug, wie dein Körper genährt wird mit jedem Atemzug.
Bleibe präsent bei deinem Körper und bei deinem Atem. Und komme vollkommen in diesem Moment an, in dem Moment, deinen Körper zu beobachten und den Atem zu beobachten. Vielleicht spürst du auch schon, wie das einfache Beobachten deines Körpers und das einfache Beobachten deines Atems dazu geführt hat, dass du ruhiger geworden bist, entspannter. Vielleicht ruhst du sehr entspannt in deinem Körper. Und in diesem entspannten Zustand bitte ich dich, mit deiner Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Herzen zu wandern und dein Herz wahrzunehmen, dein Herz zu fühlen und dein Herz zu beobachten. Fühlst du dein Herz? Spürst du, wie es schlägt? Komme einfach immer wieder mit deinem inneren Beobachter zurück zu deinem Herzen. Und fühle einfach dein Herz. Fühle die Verbindung zu deinem Herzen. Fühle die Liebe, die von deinem Herzen ausgeht. Wie sehr dein Herz dich liebt, bedingungslos liebt, denn ohne irgendetwas, was wir tun müssen, schlägt unser Herz. Es schlägt einfach die ganze Zeit durch und es schlägt für dich. Dein Herz schlägt für dich. Beobachte einfach dieses Schlagen deines Herzens. Komme vollkommen in diesem Moment an, in diesem Moment, in dem du dir deines Herzens bewusst bist, in dem du in dem Raum deines Herzens verweilst, um den Schlag deines Herzens zu fühlen. Von hier aus, von der Aufmerksamkeit in deinem Herzen, lade ich dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf den Raum zu richten, der um deinen Körper herum ist. Als hättest du Fühler an deinem ganzen Körper, die nach außen gerichtet sind. Und konzentriere dich mal darauf, mit diesen Fühlern, die an deinem ganzen Körper nach außen gerichtet sind, den Raum um deinen Körper zu fühlen. Was fühlst du um deinen Körper herum? Fühle einfach nur, ohne zu werten. Ohne zu beschreiben, ohne Worte dafür finden zu wollen. Fühle einfach nur den Raum um deinen Körper.
Und vielleicht fühlst du Wellen oder Impulse oder Energie um deinen Körper herum. Und wenn du jetzt wahrnehmen kannst, dass dieses Fühlen, das Fühlen von dem Raum um deinen Körper dazu führt, dass dein Körper schwingt oder in Form von Wellen in Bewegung ist, lass es einfach geschehen und beobachte es. Lass deinen Körper die Wellen ausleben, wenn du Wellen fühlen solltest. Wenn nicht, konzentriere dich einfach auf die Fühler um deinen Körper herum, die den Raum um dich herum einfach nur fühlen wollen. Von hier aus, wenn ich Wellen fühle oder Energie oder Schwingung und ich beobachte, dass mein Körper mitschwingt, dann nehme ich diese Wellen, diese Schwingung in meiner Aufmerksamkeit mit und wandere mit meiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu meinem Herzen. Und ich lade dich dazu ein, wenn du etwas fühlen kannst an Energie oder Wellen oder Schwingungen in dem Raum um deinen Körper herum, dann stell dir vor, als würdest du diese Wellen einfach mit in dein Herz nehmen. Wenn du diese Wellen nicht wahrnimmst, ist es überhaupt nicht schlimm. Stell dir einfach vor, dass du die Energie, die du gefühlt hast um deinen Körper herum, jetzt mitnimmst mit deiner Aufmerksamkeit zurück in dein Herz. Fühle dein Herz jetzt wieder von innen. Wenn Gedanken aufkommen, dass du abgelenkt wirst oder vielleicht denkst, oh, ich muss aber noch, ich muss noch etwas erledigen, meine Probleme, an die muss ich noch denken, meine Herausforderungen muss ich noch lösen, dann lade ich dich jetzt hiermit ein. Atme tief bis in dein Herz ein. Lass deinen Herzraum immer größer und weiter werden. Konzentriere dich auf das Gefühl in deinem Herzen. Deine Probleme werden auf dich warten. Das, von dem du denkst, was du machen musst, wird auf dich warten. Und du darfst jetzt einfach präsent im Hier und Jetzt dein Herz fühlen. Und in dem Raum deines Herzens verweilen. Und vielleicht fällt dir auf, dass während du in dem Raum in deinem Herzen verweilst, dieser Raum automatisch weiter wird. Und auch wenn du es jetzt nicht verstehst, dein Verstand, dein Ego irgendwas denkt, oh Gott, was kommt jetzt?
Ich bitte dich, mir zu erlauben, in deinem Quantenfeld, in dein Quantenfeld einzutreten. Und ich bitte dich, dich darauf einzulassen. Und wenn du es für dich erlaubt hast, dass ich mit dieser Energie, eigentlich ist es die Energie, die in dein Quantenfeld eintritt, dann bitte ich dich einfach nur, dein Herz zu spüren. Und vielleicht fühlst du, dass dein Raum vom Herzen allein durch die Aufmerksamkeit, die du deinem Herzen schenkst, dass dieser Raum immer weiter wird, immer weiter und immer weiter. Und wenn du das nicht spüren kannst, ist das überhaupt nicht schlimm, dann stellst du es dir vor, dass der Raum deines Herzens sich ausbreitet und immer weiter wird. Und der Raum deines Herzens breitet sich aus und weitet sich aus so groß, dass es wie ein riesiger Raum um deinen Körper herum bildet. Wenn du das nicht fühlen kannst, ist das nicht schlimm. Stell dir vor, wie dieser Raum deines Herzens immer weiter wird und immer weiter und vielleicht sogar 2-3 Meter weit um deinen Körper als Blase, als Feld um dich herum wirkt. Und du sitzt jetzt mit deinem eigenen Körper in dem Raum deines Herzens. Dein Herz ist so machtvoll und so stark, dass es einen Raum um dich herum bildet und dich komplett in dieser Herzensenergie eintauchen lässt. Wenn du soweit bist, öffne gerne deine Augen. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Komm zurück in deinen Alltag. Und beobachte doch mal, wie sich deine Herausforderungen vorher angefühlt haben und wie sich deine Herausforderungen jetzt anfühlen. Wenn du jetzt in diesem Moment mit geöffneten Augen dein Herz noch spüren kannst, diese Weite und die Offenheit, habe ich noch eine kleine Übung für dich. Fühle diese Offenheit von deinem Herzen und such dir einen Gegenstand in dem Raum aus. Beobachte den Gegenstand und fühle gleichzeitig dein offenes Herz. Dann suchst du dir noch einen nächsten Gegenstand. Machst es wieder, beobachtest dein offenes Herz, bleibst in dem offenen Herzgefühl und schaust dabei den Gegenstand an. Wenn du Lust hast, kannst du das mit 3 bis 5 Gegenständen machen, bevor du zurück in deinen Alltag gehst. Und wenn du dich daran erinnerst, kannst du natürlich im Alltag immer wieder dich daran erinnern, zurück zu deinem offenen Herzen zu kommen. Und einfach auch mal zwischendurch bewusst einen Atemzug in dein Herz senden. Jetzt bin ich tiefenentspannt hier. Mit dieser tiefen Entspannung verabschiede ich mich jetzt bei dir.